Geht es weiter mit der Kinderstrickjacke. Wir haben jetzt 42 Maschen dieses schöne Muster gestrickt und dann habe ich das Ganze einmal aufgeteilt. Einmal 1, 2, 3 in 3 Arbeitsbereiche. Ich habe zuerst die Mitte soweit fertig gestrickt, also für die Mitte 36 Maschen mit einer Nadel zu stricken, linke und rechte Seite 18 Maschen zurücklegen und das dann einzeln bearbeiten. So, ich habe hier angefangen mit der einen Seite, habe nur eine Masche rechts, eine Masche links gestrickt, ohne dieses Muster. Deswegen ist es hier auch etwas schmaler geworden, wie ihr seht. Das sind insgesamt 22 Reihen, die ich gestrickt habe und habe hier 2x3 Maschen abgekettet, damit hier für die Öffnung vorne der Kragen entsteht. So, wir stricken, wie gesagt, eine Masche links, eine Masche rechts und das strickt ihr 10 Reihen. Ich zähle nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. In der 10. Reihe macht ihr dann die Abnahme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, genau. So. Also 18 Maschen für eine Vorderseite, für die Mitte 36, für die andere Seite auch wieder 18 Maschen. Eine Masche links, eine Masche rechts stricken. Links, eine Masche rechts, eine Masche links, eine Masche rechts. Ganz normal, ohne das schöne Muster, das wir vorher gestrickt haben. Das teilt ihr dann auf, wie gesagt, auf 3 Teile. Beide vorderen Seiten und einmal die Rückseite. So, hier haben wir jetzt die 10. Reihe gestrickt. Und machen jetzt für den Kragen, ketten wir jetzt 3 Maschen ab. Eins, zwei und drei. Und dann stricken wir weiter links. Rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Das Rippenmuster. Dann einmal drehen. Erste Masche hebe ich immer ab. Rechts, links, rechts, links, rechts, links. Die Nadeln sind sehr schwer, deswegen verliere ich die schnell. Dir hier die Abnahme und jetzt machen wir die nächste. Wieder 3 Maschen abketten. 1, 2, 3 und rechts weiter stricken, links, rechts, links, rechts, links. Rechts, links, rechts, links, rechts. So haben wir die Abnahmen soweit fertig. Und dann stricken wir, bis wir insgesamt
dieser obere Bereich mit 22 Reihen sind. Ich zeige es euch hier nochmal, wie es jetzt aussieht. Das sind die beiden vorderen Seiten. Hier habe ich die Abnahmen getätigt. Und jetzt stricken wir noch hier das kleine Stück weiter. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Reihen und dann kette ich das Ganze ab. Dann haben wir beide Seiten fertig. Das macht ihr jeweils mit beiden Seiten so. Dann strickt ihr den mittleren Bereich. Das sind ja diese 36 Maschen. Einfach eine Masche im Rippenmuster, eine Masche links, eine Masche rechts. Auch wieder 22 Reihen und kettet das Ganze ab. So, dann zeige ich euch nochmal, wie wir das Ganze zusammennähen. Die Seiten zusammenklappen, dann die Schultern von innen zusammennähen, hier oben. Das zu Ende stricken und hier oben zusammennähen. Dann habe ich schon die beiden Ärmel fertig. Da habe ich 26 Maschen angeschlagen. Das sind die beiden Ärmel. 26 Maschen angeschlagen und ungefähr eine Handvoll, sagen wir mal. Ne, das erkläre ich mal so. Das war 20 cm habe ich das Ganze gestrickt, abgekettet. Das näht ihr einfach zusammen, die beiden. 26 Maschen, macht es in dem schönen Rippenmuster. 20 cm lang. Zusammennähen an den Seiten. Dann habt ihr zwei Ärmel. Dann die Ärmel hier dran nähen. Das brauche ich ja jetzt nicht zu erklären, das könnt ihr ja. Ich mache es mal ein bisschen höher, das Bild, dann kann man es ganz sehen. So. Die beiden Ärmel dran nähen. Dann könnt ihr hier noch einen Knopf dran machen, wenn ihr möchtet, hier vorne mit einem Knopf befestigen. Ich habe hier noch eine Schleife gemacht und zwar habe ich das in so einem Quadrat gestrickt und in der Mitte einfach zusammengebunden und das nähe ich dann hier so an die Seite und dann ist auch die Strickjacke soweit fertig. Ich hoffe, ihr habt das so verstanden.